gesehen. Ich habe meinen eigenen Account auf Twitter, um über meine Otaku-Aktivitäten zu sprechen. Oh, Etra war so hübsch in der heutigen Folge. Ich werde darüber tweeten. Etra war heute die Beste. So hübsch und liebenswert. Das war definitiv eine der besten Episoden. Ich werde mir die DVD kaufen. Endlich fertig. Ich werde meine Rezension später schreiben. Die meisten meiner gemeinsamen Follower hier sind Otaku-Freunde und wir haben meistens über Comics, Anime oder Spiele gesprochen. Doch eines Tages... Nun, ich konnte nicht anders und kaufte die limitierte Auflage der Figur. Das muss ich allen erzählen. Oh, Misa at Wedding Rehearsal folgt dir jetzt? Wer ist denn das? Sieht nicht so aus, als wäre die ein Otaku. Hm? Ich habe eine Nachricht bekommen. Das ist Tsutsuji, richtig? Yuri hat mir von deinem Account erzählt. Ich bin Asami. Schön, dich kennenzulernen. Was? Asami? Ist es dieser Asami? Ich erinnere mich, dass Asami immer ruhig und schüchtern war. Sie hat uns immer aus der Ferne beobachtet, wenn wir dumme Sachen gemacht haben. Abgesehen davon, das Profilbild. Mein Freund hat mir am Sohn so vielten einen Heiratsantrag gemacht. Ich habe dieses Konto eingerichtet, um die Vorbereitungen für unsere Hochzeit zu dokumentieren. Ich werde euch hier über alle Hochzeitsereignisse informieren. Könnte der auf dem Titelbild abgebildete Mann ihr Freund sein? Sogar jemand so ruhiges wie Asami scheint aufgeregt zu sein, wenn sie verlobt ist. Kurz darauf trafen wir uns auf einer Party, aber... Hi, lange nicht mehr gesehen! Wie ist es dir ergangen? Und dann haben wir uns irgendwie gestritten, aber am Ende haben wir uns wieder versöhnt. Wir dachten an eine Hochzeit an dem denkwürdigen Ort, an dem wir uns versöhnt haben. Eigentlich haben wir uns schon für den Ring entschieden. Das Brautkleid lassen wir uns vielleicht maßschneidern. Flitterwochen im Ausland klingt gut, aber ich persönlich finde Reisen im Land schöner. Es ist sehr zeitaufwendig, aber der Gedanke an all die Dinge, die wir tun können, ist ziemlich aufregend. Wir waren ziemlich überrascht, wie sie immer wieder über ihre Ehe sprach, andere Leute unterbrach und über sie hinwegredete. Nach der Party habe ich einen Blick auf Asamis Facebook geworfen und fand... Was? Alte Freunde haben meine Hochzeit für mich gefeiert. Ich hoffe, ihr werdet auch glücklich. Ich glaube nicht, dass diese Party dazu diente, ihre Hochzeit zu feiern, oder? Ich meine, ich habe doch Glückwunsch gesagt. Oh ja, war sie nicht verlobt? Glückwunsch! Ja, ich weiß. Danke. Ich hatte genug von Facebook und war eine Weile weg, aber... Ich glaube, sie war in letzter Zeit ziemlich aktiv. Das meiste sieht so aus, als würde sie nur darüber reden, wie sehr ihr Freund sie liebt oder über ihre Hochzeit. Sie ist so weit gegangen, dass sie sogar geflogen ist, um ihre Online-Brautfreundin im echten Leben zu treffen. Wow, sie ist sehr aufgeregt. Doch eines Tages verschwanden alle sozialen Medien von Asami aus dem Internet. Hallo, hier ist Asami. Es tut mir leid, dass es so plötzlich ist, aber die Hochzeit wurde abgesagt. Ich weiß, dass alle vorhatten, mit uns zu feiern, aber bitte seht davon ab. Nochmals... Es tut mir leid, dass das so plötzlich kam. Einige Zeit verging und Asami schickte eine E-Mail, in der sie mitteilte, dass sie ihre Verlobung aufgelöst haben. Hey, hast du Asamis E-Mail bekommen? Ja, habe ich. Ich wusste nicht, wie ich antworten sollte. Ich habe tatsächlich von jemandem gehört. Die Wahrheit ist, dass Asamis Freund gar nicht so sehr daran interessiert war, zu heiraten. Aber sie überraschte ihn, indem sie ihn dazu brachte, ihre eigenen Eltern zu treffen. Und sie ging bereitwillig zu seinen Eltern. Er dachte, sie sei aufdringlich und penetrant, aber... Ist das nicht nett von ihr, dass sie den Tisch für dich vorbereitet und deckt? Du hast eine nette, zuverlässige Freundin. Wenn das so ist, dann ist das eben so. Dachte er, also änderte er seine Meinung und akzeptierte. Aber Asamis Freundin aus der Highschool, die sie gebeten haben, eine Nebenvorstellung aus dem Empfang zu machen, rief an. Wir dachten an ein Quizspiel über euch beide für die Show. Aber zu welchem Jahrestag hast du ihr die Diamantenkette gekauft? Zu welchem? Wovon redet ihr denn? Ich habe es auf ihren sozialen Medien gesehen. Diese Freundin hat dem Freund von Asamis Account erzählt. Ich habe diese Dinge nicht gesagt. Was soll das denn? Sie hat sich sogar mit dem Planer gestritten. Ein maßgeschneidertes Kleid? Wir haben uns entschieden, ein altes Modell zu mieten. Mein Freund überraschte mich, indem er mich in ein Gourmet-Restaurant mitnahm und mir einen Antrag machte. Nein, 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 nein. Asami hat von sich aus reserviert. Wann machst du mir einen Antrag und sagst offiziell, heirate mich? Und forderte die Verlobung. Dieser Ring wurde von seiner Mutter weitergegeben. Sie hat es auf eigene Faust gekauft, weil es billiger war. Was in aller Welt ist das? Sie schreibt immer wieder über Dinge, die nie passiert sind, auf eine Art, die ihr passt. Beide Eltern waren verwirrt und wussten nicht, was sie tun sollten. Es tut mir leid, dass meine Tochter so viel Wirbel gemacht hat. Nein, 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 mein Sohn war sehr unentschlossen. Bitte, ich flehe dich an.
Es tut mir leid! Am Ende sagte er ihr, er würde dafür bezahlen, wenn sie mit ihm Schluss machen würde. Was? Das ist beängstigend. Du weißt doch, dass Asami mit ihren Geschichten immer übertrieben hat? Was hat sie sich dabei nur gedacht? Ich habe keine Ahnung. Ich wette, wir werden es nie verstehen. Schließlich ist mir die Ehe im wirklichen Leben zu unheimlich. In diesem Fall habe ich Hiragi aus Tokimeki-Prinz, dem ich mein Leben widmen kann. Oh ja, von diesem Idol-Trainingsspiel. Ich habe sogar meine Eintrittskarte für das Musical. Übrigens, du musst dir unbedingt den Anime Furio Detective ansehen, der in der nächsten Staffel anläuft und in dem mein liebster Tachibana die Hauptrolle spielt. Furio ist ein Begriff, der wörtlich nicht gut bedeutet und auf jugendliche Straftäter hinweist. Hey, es gibt Gerüchte, dass der Drehbuchautor Probleme hat. Nun, ich denke, die Ehe ist für uns völlig irrelevant. Wir haben eine Zeit lang nichts von Asami gehört, aber jetzt reist sie an fotogene Orte, um trendige Bilder zu machen und lädt sie hoch. Möchte sie, dass die Leute sagen, dass sie eifersüchtig sind? Jedenfalls scheint sie sich um sich selbst zu kümmern, also gut für sie. ご視聴いただきありがとうございました。特にツイッターなんかは自由に発言していい場所だと思っているので、嘘もついてはいいと思いますけどね。ただしそれは他人に迷惑をかけないものに限ります。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また SNS の取り扱いには気をつけようと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。